Und zwar werde ich den ganzen Tag gemein sein zu allen. Reden wir heute noch zusammen, oder? Lust habe ich nicht. Ich finde die Videoideen, die du in letzter Zeit hast, eigentlich alle immer nur blöd. Du hast echt einen richtig schlechten Geschmack. In letzter Zeit ist das häufiger, dass du so stinkst. Hä, was? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich würde sagen, es ist wieder Prank-Zeit, oder? Also, ich werde mal wieder etwas machen, was eigentlich nicht so ganz zu mir passt. Und zwar werde ich den ganzen Tag gemein sein zu allen. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, ja, so richtig gemein bin ich eigentlich nicht. Und ich kann das auch nicht gut haben, wenn dann jemand irgendwie sauer oder so ist, dann kläre ich das immer ganz schnell wieder auf. Aber heute werde ich einfach gemein sein, den ganzen Tag, zu allen, zur ganzen Crew. Und euch nehme ich natürlich mit. Mal schauen, wie die so reagieren. So, ich habe mir mal gerade meinen Rucksack und meine Jacke geholt. Ich werde jetzt mal runter in den Keller gehen und so tun, als wäre ich gerade erst gekommen. Weil normalerweise, wenn ich morgens komme, dann gehe ich ganz häufig erst mal runter in den Keller und begrüße Eva ganz freundlich. Heute natürlich nicht freundlich, sondern gemein. Schon da. Ja, ich gehe jetzt mal dahin. Hi, Kami. Hi. Alles okay bei dir? Ach so, hey, sorry. Ja, alles in Ordnung bei mir. Was hast du denn da für einen Pullover an? Das ist eine Weste. Mit der Katze. War das mal, hatte das mal so eine leuchtende Farbe und ist dann so ausgewaschen? Nee, das ist so altrosa. Also ich schon öfter, also kennst du das nicht? Ich hatte es länger nicht an der Stelle. Ja. Vielleicht solltest du das mal lieber ausrangieren. Oh, ich dachte, das ist eigentlich ganz süß. Reden wir heute noch zusammen, oder? Lust habe ich nicht. Oh Mann, die arme Eva. Es hat mir gerade voll leid. Ich muss auch mir richtig das Lachen verkneifen. Natürlich habe ich Lust, Videos mit Eva zu drehen. Ich gucke jetzt nochmal vorsichtig einmal hier in die Ecke. Ich glaube, sie wundert sich bei mir über nichts mehr, aber natürlich finde ich auch die Weste, die sie anhatte, ganz schön. Also, so wie natürlich alles nur gesagt, um fies zu sein. Und es fiel mir nicht leicht. Ich wollte auch sie einfach erstmal gar nicht begrüßen, aber da hat sie so, hey Kathi, alles gut und so. Und ich so, ach so, hi. Naja gut, das war schon mal ein ganz guter Anfang. Wir schauen mal, zu wem ich jetzt noch fies sein kann. So, jetzt habe ich erstmal meine Tasche in mein Studio gebracht. Und ich glaube, Danja ist noch nicht da. Und ich meine so zum Gemeinsein, man muss ja nicht nur gemeine Sachen sagen. Ich kann ja auch irgendwas Gemeines in ihrem Studio machen. Tada, mir ist etwas Gemeines eingefallen. Ich werde dann ja einfach ihren Stuhl klauen. Dann kann sie erstmal nicht gemütlich sitzen. Sie wird sich bestimmt richtig ärgern und ihren Stuhl suchen. Und ja, wenn sie dann Videos aufnimmt, muss sie auf so einem normalen Stuhl sitzen. Also ich glaube, das ist schon ziemlich gemein. Na, jetzt war ich gemein zu mir selbst. Ich weiß nämlich nicht, wie ich hier rauskommen soll mit diesem großen Stuhl. Ah ja, so. So. Und den Stuhl einmal irgendwo verstecken. Hm, wo verstecke ich den denn jetzt? Hm. Das ist natürlich schwierig. Ich nehme ihn einfach mit in mein Studio. Den wird sie nicht so leicht wiederfinden. Na gut, wenn sie sucht schon, aber ich glaube, sie wird bestimmt erstmal gleich eine saure, wütende Nachricht in die Gruppe schreiben. Wer hat meinen Stuhl geklaut? Ich habe gerade gesehen, dass Danja gekommen ist. Sie ist jetzt gerade da reingegangen. In die Cloud. Das ist ja kein Stuhl. Mir doch egal. Die ist egal. Okay. Hast du ihn nochmal gesehen? Ja, ich fühle mich. Ich dreh schon ein Video.
Ah, ich konnte mal wieder nicht lange ernst bleiben. Oh, ich hab's nicht lange durchgehalten, gemein zu sein. Warst du gemein? Ich war gemein und hab dir deinen Stuhl geklaut. Du Frechdachs! Ich hab schon so erwartet, dass du gleich so eine voll wütende Nachricht schreibst. So, wer hat meinen Stuhl geklaut? Das könnt ihr wenigstens vorher absprechen. Ich war kurz davor. Ich wollte gerade schon zu Claudio gehen und zu sagen, warum hast du meinen Stuhl geklaut? Ich kann nichts dafür, dass du hier nur so einen blöden LED-Stuhl geklaut. Ja gut, aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Danja war kurz sauer auf mich. Hey Claudio. Hallo. Ich wollte mal kurz mit dir reden. Ja? Ich finde die Videoideen, die du in letzter Zeit hast, eigentlich alle immer nur blöd. Mhm. Welche Videoideen? Ja, alle Sachen, die du vorschlägst, finde ich, sind halt total Moment. Unangebracht. Was, aber ja, sag mal konkret welche und sag mal warum du die auch blöd findest. Ja, du willst immer so total peinliche Sachen machen und meistens soll ich das dann übernehmen. Nein, das stimmt gar nicht. Warte, was ist denn peinlich? Ich habe nichts Peinliches mit dir gemacht. Moment, Kathi, das ist eine Lüge. Ich meine, ja, ihr bekommt Geld, also ihr habt Süßgeld gegessen und ihr habt Geld bekommen. Ich meine, das war doch nicht peinlich. Und was war da noch? Hä, du warst auch bei keinem anderen peinlichen Video dabei. Nö. Ja, und die Bielefeld Royals? Ja gut, okay, das ist peinlich, ja. Gebe ich zu, die ist leicht cringig. Genau, ich muss da die peinlichste Rolle spielen. Nein, musst du gar nicht. Doch. Hast du schon mal den Papa mit der Krone gesehen? Hallo, ich bitte dich. Hast du schon mal mich mit der Krone gesehen? Das ist viel peinlicher. Also ja gut, du bist wirklich ein bisschen peinlicher noch als ich. Ja, aber gut, das ist ja aber klar, dass ich ein bisschen peinlich bin ab und zu. Ja, also das wolltest du mir jetzt sagen. Hm. Du kommst jetzt extra mal ins Studio, um mir zu sagen, dass ich peinliche Videoideen habe, Kathi, nichts Neues. Ach, ja. Also bist du sauer oder weil... Sauer siehst du nicht aus. Nee, ich bin auch nicht sauer. Nein, ich bin auch nicht sauer. Es fällt mir einfach zu schwer, Claudia. Ich habe versucht, fies zu dir zu sein. Also. Ich habe versucht, gemein zu sein. Bei Danja ist es mir sehr gut geglückt, wie ich finde. Ich habe ihr einfach ihren Stuhl geklaut und ist dann schon so ein bisschen wütend auf den Flur gelaufen und so hat gesagt, wo ist denn mein Stuhl? Ich so, ist mir doch egal. Ja, finde ich aber gut. Aber ich muss sagen, es fällt mir auch nicht leicht, so gemein zu sein. Ich versuche heute mal den ganzen Tag gemein zu sein. Dich musste ich jetzt einfach einweihen, aber ja. Mir ist auch bei dir nichts eingefallen, wie ich gemein zu dir sein kann, außer du bist voll unordentlich, Claudio. Ja, aber der Name Müllstudio passt zu dir. Ja, aber Kathi, ganz ehrlich, du musst ernster bleiben. Du lächelst. Ja. Du musst ernst bleiben. Ich weiß, ich finde es aber auch ein bisschen witzig, auch bei Eva. Ich musste fast lachen und zwar meinte Eva so, wollen wir gleich noch ein Video drehen? Ich so, ach, muss nicht sein. Oder so. Oh nein. Lust habe ich dazu nicht. Das ist nun mal heute ein neuer Prank von mir. Ja. Ich bin den ganzen Tag, oder vielleicht auch nicht den ganzen Tag, gemein. Und ich habe jetzt schon eine gute Idee, was ich zu Ellie sage. Okay, super. Ich meine, sie hat ja das neue Studio und ich werde einfach so ein bisschen reingehen und so ein bisschen umdekorieren und sagen so, boah Ellie, du hast einen richtig schlechten Geschmack. Wenn du eine ernste Miene dabei hast, dann wird's. Oh. Ich versuch's. Ja. Ich versuch's. Es ist schwer für mich, ernst dabei zu bleiben, weil. Ich will ja, doch nicht gemein. Aber ich gar nicht gemein. Ich bin gut, ja, dann viel Spaß gerade, ne? Es ist auch wieder eine Herausforderung für mich heute, einfach mal gemein sein. Und ich hoffe, es nimmt mir auch keiner richtig übel. Nein. Aber ja. Mal schauen. Ich mach mal weiter, Claudia. Ja, viel Spaß. Danke. Und das war. Da war auch ein bisschen was Ernstes drin, ne? Aha, okay, danke. An dem, was ich dir gesagt habe. Ja, aber das weiß ich ja. Und an dem Namen Müllstudio ist auch was Ernstes dran. Ah, okay. Oh. Perfekt, Ellie ist gerade nicht da. Ich werde jetzt mal die Kamera hier hinten aufstellen, so als versteckte Kamera. So. So. Okay. Was wird das? Ja, ich versuche hier irgendwie ein bisschen dein Studio zu verschönern, weil du hast echt einen richtig schlechten Geschmack. Hä? Was redest du? Sorry, dass ich das jetzt so sage. Ich meine, okay. Hier kann man keine Videos drehen, wie das hier aussieht. Ich versuche jetzt irgendwie. Was ich habe mal diesen Notenschlüssel. Mein Notenschlüssel, ja, warum hast du ihn noch rausgetan? Der hing da an der Wand, der ist abgegangen. Ja, den würde ich sagen. Ich bin da hingestellt. Den stelle ich mal gleich zum Müll raus, oder?
bist du verrückt? Nein. Hä, wie kommst du darauf? Weil mein Studio nicht rosa ist, oder? Nee, nicht nur rosa sieht gut aus, aber ich meine, das passt halt alles überhaupt nicht zusammen. Okay. Ich habe die Pflanze auch mal dahingestellt, weil ich finde, wenn man hier so einen Sessel hat, dann ist es halt irgendwie schön, wenn man da noch so eine Pflanze neben hat. Ist es ein Prank oder sowas? Oder? Nein, das ist kein Prank. Okay. Ich hab's jetzt ein paar Wochen zurückgehalten. Okay. Und die sollen jetzt auf dem Boden stehen oder? Ja, oder weg. Wer will sowas denn haben? Nein, bitte nicht weg. Ich meine, die sind nicht echt, aber bitte nicht weg. Ich habe es jetzt ein paar Wochen lang zurückgehalten und dir nicht gesagt, aber Elli, das passt halt absolut alles nicht zusammen. Okay. Ja gut, wenn du dich da wohlfühlst, ist ja okay. Ne? Ja, also, tue ich. Also, du kannst mir gerne ein paar Tipps geben, aber ja. bitte nicht meine Sachen weg. Ja, ich habe gerade gedacht, ich kam hier rein, ich habe gesehen, du bist nicht da, dachte ich, nutze ich mal die Gelegenheit, weil ich würde dir da gerne mal ein bisschen helfen. Ja, du kannst mir gerne helfen. Ist aber dringend nötig. Also irgendwie, ich glaube, das ist ein Prank oder so, weil, keine Ahnung, sonst bist du nicht so. Naja, wir können ja später nochmal darüber sprechen, aber denk mal drüber nach, Elli, das passt alles gar nicht zusammen. Oh nein, die arme Elli. Boah, ich musste ja ernst bleiben. Und sie musste gerade schon fast lachen, weil sie kann es gar nicht glauben, dass ich so gemein war. Es passt alles super schön in ihrem Studio zusammen, aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach unten. Unten sind ja noch René und Donny. Und da werde ich mir auch noch was Gemeines einfallen lassen. Aber ich muss schon sagen, es fällt mir nicht leicht. Ich habe mir für René noch was richtig Gutes ausgedacht. Ja? Hey. Hi. Boah, wie es hier stinkt, René. Lüfte mal. In letzter Zeit ist das häufiger, dass du so stinkst. Hä, was? Also das warst du vielleicht auch. Heute, Donny nimmt gerade ein Video auf. Ich glaube, den will ich jetzt nicht noch stören. Und ich muss auch sagen, langsam kann ich nicht mehr. Es fällt mir nicht leicht, so gemein zu sein. Ich muss jetzt noch einige Freundschaften wieder gerade biegen. Aber ich habe es wenigstens mal probiert. Es waren nicht 24 Stunden, aber einige Stunden, in denen ich einfach nur fies war. Wie hat es euch gefallen? Wart ihr schon mal richtig fies? Und wenn ja, hoffentlich konntet ihr hinterher noch mal wieder das Ganze klarstellen und nett sein. Ja, manchmal sagt man so fiese Sachen, aber meint sie natürlich auch nicht so und muss dann einfach darüber sprechen und das alles wieder klären. Ja, das war ein kleines Selbstexperiment, ein kleiner Prank an meinen Freunden mal wieder. Und wenn ihr Spaß hattet, obwohl ich so gemein war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Findet ihr, dass Gemeinsein zu mir passt, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und sonst abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert das Glöckchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!